Du hast bei uns den Bachelor Facility Management und Immobilienwirtschaft absolviert. Warum wolltest du mit dem Master weitermachen? Also beim Bachelor war es so, dass ich einfach rundum sehr zufrieden war. Ich habe mich wohlgefühlt in der Umgebung, an der FH selber mit den Lektoren und wie es einfach aufgebaut war. Und jetzt der Master, einfach die Kombination aus berufsbegleitend, sprich arbeiten und studieren nebenbei, war für mich so ein bisschen der Einstieg ins Berufsleben und jetzt eben die perfekte Kombination zum Weiterstudieren. Gibt es Parallelen zwischen dem, was du im Studium lernst und das, was du in deinem Beruf bereits anwenden konntest? Ja, also ich habe damit jetzt auch kürzlich erst Erfahrungen gemacht, als ich mich auf meinen Job beworben habe. Da ging es im Bewerbungsgespräch vor allem darum, dass man eben Cases lesen musste. Und dafür konnte ich dann mein Wissen sehr gut gebrauchen und konnte punkten und habe jetzt auch meine neue Stelle. Welche Vorlesung findest du besonders spannend? Ja, also mich erwartet jetzt dann im Master die Lehrveranstaltung Security und Safety. Und in meinem Berufspraktikum und Bachelor war ich bei einem öffentlichen Gebäude als Gebäudemanager tätig und habe da schon ein bisschen mitbekommen, was es denn heißt, für so ein öffentliches Gebäude Sicherheit zu bieten, und freue mich jetzt noch auf das fachliche Wissen dazu.